Hallo Leute, wir wollen in dieser Folge den Kommentar von Mordrak umsetzen, der da geschrieben hat, dass wir hier irgendwo ein Lager machen sollen, wo Wasser reinkommt, beziehungsweise Eis. Das schmilzt dann und dann wird unser Wasservorrat größer. Das ist ja mal eine ganz coole Idee, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro fangen wir damit an. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir dort ein Lagerkanister bauen. Ich glaube, da muss das ein normales Lager sein, ne? Da schmilzt das Wasser ja dann raus, oder? Ja, das kann ja erstmal hier oben sein, oder? Weil dann können die Dupe das hier bauen, ohne nasse Füße zu kriegen, ist vielleicht gut, oder? Ich mache mal gerade auf 8, weil da müssen wir gucken, dass da oben nicht gleich das Wasser schon wieder hier runter tropft irgendwo, ne? Hier ist ja jetzt noch trocken, aber dieses hier ist das, was der Mordrak meint, denke ich mal. Genau, das kriegen wir aber auch gleich hin. So, ach, da war schon einer hochgelaufen, dann hat er da oben gebaut. Cool. Graben bedeutet dann dieses hier. Kann er auch gleich das abbauen. Und dann können wir auch gleich schon da hinten noch einen hintermachen, denke ich. Den Ziegel hier wieder. Ja, müsste klappen dann. Und dann da, das mit dem Entwurzeln natürlich etwas schwieriger, aber können wir auch hier machen vielleicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie es da sich ergibt. Sehen wir dann. Hier ist eine Keuchwurz. Ja, ist die andere denn schon gemacht in unserem Dingens? Wahrscheinlich nicht. Der Bottich ist zwar da, aber die Keuchwurz noch nicht drin. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht, aber wir werden es dann sehen, ne? Lieferung von Gas. Temperatur minus 60 bis 65, das will Phosphorit, brauchen wir dann. Okay, müssen wir gucken, ob wir das haben. Ich pflanze hier erstmal ein, weil hier war es ja definitiv zu warm, oder? Obwohl, bis jetzt sieht das nicht so aus. Oder habe ich mich da vertan? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Chlorgas, okay. Das sieht jetzt nicht so dolle aus. Aber wie kriegen wir das denn gemanagt? Ich müsste hier diese Viere wegmachen, damit ich da einsetzen kann dann, ne? Ja, irgendwie so müssen wir es bauen, glaube. Es ist ja auch schon tatsächlich unten runter eine Farm da, die noch nicht benutzt werden kann. Okay. Hier ist der Puffprinz drin wahrscheinlich, oder? Weiß gar nicht. Steht das hier irgendwo? Keine Stromkabel. Das hatte aber schon, war schon passend und da auch nicht. Ja, blitzblank Pufftei und hier ist ein Kompaktpufftei, okay. Guck mal, so schnell sind sie. Alles klar. Da ging es gleich voran und hier müssen wir das so machen, damit das dann wird, oder? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das müssen wir verdrängen. Ha. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ja, ich sehe jetzt zwar noch nicht so wirklich, wie ich es hinkriege, aber das kommt dann gleich schon. Oh, Stiegel ist schon fertig. Das bedeutet, jetzt können wir den weggraben und können daneben auch noch einen basteln. Irgendwie wird das schon werden, oder? Ah, hier können wir doch auch was wegnehmen, oder? Dach ist fertig. Hier geht sowieso nicht weiter. Dann können wir da auch noch mal graben. Ah, ich grab mal lieber so, sonst fallen sie da wieder mehr nachher runter oder irgendwie sowas. Oder sperren sich ein beim Graben. Ich kenne die Pappenheimer, ja. So, da geht es erstmal voran. Da ist ja schon mal gut. Ist unser Ding jetzt schon fertig, unser Wasserteil? Ja, ist es. Dann können wir das einstellen. Nur beim Aufräumen war das, glaube ich, irgendwie. Und verflüssigbar. Da soll Eis rein. Gut, da war das richtig. Das, was Mordrak gesagt hat, haben wir umgesetzt und aufräumen war hier angesagt und ich hoffe, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich mach's nochmal, ne, bevor es nicht ausgewählt ist. Hier ist irgendwie auch schon Sauerstoff und verschmutzter Sauerstoff war das. Okay, hier hat's geklappt. Ja, das heißt, wir graben mal da weg und vielleicht auch noch da weg. Dann müsste ich es schaffen, das einzuschließen, oder? Was ist das hier? Ach, Algen sind das, okay.
Und da ist Schleim organisch, nicht kontaminiert, alles gut. Ich weiß nicht, ob wir hier was machen können mit dem Eis und so. Und die Kühlung, ne, ist ja unser Problem. Im Eisbiom eine Leitung durchziehen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Der Mordorak, der weiß das bestimmt. Der sitzt, sagt, nee, das ist keine Alternative bestimmt. Okay, hier soll überall aufgeräumt werden, wie wir sehen. Und es ist überall keine Lager da dafür. Was steht denn hier jetzt drauf? Weiß nicht, wofür dieses Symbol da ist. Bei den anderen ist das nicht drüber, oder? Vielleicht, weil das falsch eingelagert wäre. Wäre für mich aber eigentlich egal, weil, ne? Das mit dem Lager. Ich habe es noch nicht geschafft, mir das Video nochmal von Mordorak anzugucken, was der hier gemacht hat. Der hat hier, glaube ich, alles wieder rausgeschmissen und nur aufräumen beim Lager. Und dann machte das Lager davor, glaube ich. So ist das, oder? Das heißt, ich müsste allen sagen, alles raus. Ich gucke mir das Video nochmal an, die Stelle davon. Und es waren relativ viele Sachen, die ich dann auch noch machen konnte. Und da müsste ich noch dran arbeiten. Aber das kriegen wir auch noch bei Zeiten hin, denke ich. Aber das Eis ist noch nicht geschmolzen, sondern schon eher geholt. Ja, ist geholt. Sehr gut. So, dann sind wir hier auf jeden Fall weiter am Machen. Das ist gut. Jetzt ist gerade Nacht. Hier ist noch nichts gemacht. Ja, da muss ich wahrscheinlich dann irgendwie hier so eine Treppe da noch hin basteln, dass der da hoch kann und das da einbauen kann wahrscheinlich. So, wie sieht es denn hier mit Besetzung aus? Verhungert, Zeit bis zum Tod, 10 Zyklen. Na super. Alt ist auch okay, aber überbevölkert, mürrisch, ne, überbevölkert ist es nicht, das ist schon mal gut. So, wir können hier aber definitiv noch eine Pflegestation reinbauen. Ich glaube, das war bei Nahrung, ne? Irgendwas ist jetzt gerade fertig geworden. War die Pflegestation hier? Warte mal. Pflanzenkiste, ne. Oh, die Distille arbeitet. Zu wenig Ressourcen, Schleim. Jetzt muss ja hier eigentlich irgendwo... Oh, ich weiß jetzt nicht mit der Alge. Was ist das für ein Lagerbehälter? Da ist Schleim drin, 0 Kilo. Eigentlich müssten wir dann gucken, dass die Algen irgendwo hinkommen, ne? Werden da jetzt... Oh, da ist einer gestorben, ne? Fleisch. Aufräumen. Ich weiß gar nicht, ob wir es aufräumen können. Muss wohl. Hier oben muss wohl was sein zum Aufräumen. Wo ist denn das Essen machen? Wo war denn das jetzt? Hier. Barbecue. Fleisch braucht man dafür. Gut. Definitiv können wir ein Barbecue machen. Machen wir mal zwei. Und das machen wir nicht. Was haben wir mit Essen? 22.000 geht noch, ne? Gibt Schlimmeres. Hier organisch und Schleimlunge. Ja, das müssen wir gucken. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir da weiterkommen. Hier ist auch noch nicht fertig. Was wollten wir hier? Eine Pflegestation. Ach, unter Stationen ist die Pflegestation natürlich. Da. Und die machen wir dahin. So, was haben wir hier? Ein Lagerbehälter. Was lagert der? Pufflet-Eier. Okay. Da kann auch ein Puff-Prinz-Ei meines Erachtens ein. Das haben wir ja auch. Und das Blitzblank-Ei kann da auch rein. Ich glaube, dann war es das erstmal. Schmutzige Dingens ist hier. Der Kompost ist aber nicht voll, ne? Okay. Er ist da. Wie sieht es denn mit schmutziger Luft aus? Sanitär? Ne, Lüftung. Rohre, dann sehe ich das da auch. Ich hätte auch was anderes machen können. Aber hier kommt der schmutzige Luft immer rein. Das müsste ja alles funktionieren, ne? Wir kriegen es ja hier hin. Der Dreck geht ja hier hoch und dann dahin. Und hier? Na hier, warte mal. Hier fehlt doch noch ein Stein da für die Lüftung, dass der von da rechts auch noch rüberkommt, oder? Obwohl, geht eigentlich auch durch die Tür. Aber ist jetzt auch egal. Machen wir mal. Hier fehlt noch eine Tür. Vielleicht bauen wir die mal ein. Ist vielleicht besser. Weiß gar nicht, warum die jetzt weg ist. Und hier
War nur schmutziger Sauerstoff. Wir haben ja hier eine Schleuse. Eigentlich wäre es egal, können wir mal aufmachen, ne? Ja. Hier sind ja auch wieder Vorratsbehälter, ne? Und da unten sind auch Vorratsbehälter. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Ist hier jetzt das Eis schon drin? Nö. Aber vielleicht ist es auch schon geschmolzen. Ja, wird geschmolzen sein, weil hier oben ist es ja nicht mehr. Passt schon. Könnte man hier auch wegbringen, ne? Wie kalt ist es denn hier? Oh, hier sind 28 schöne 8. Ne, das. Doch, hier sind es. In der Luft sind es hier reichlich Temperaturunterschiede, okay? Und die Sachen, die hier liegen, sind aber noch eiskalt. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Hier passiert gerade nichts. Was ist das für ein Ding? Oh, Graupennarten. Okay, die sehen manchmal so aus, wenn sie kein Wasser kriegen. Alles klar. Hier ist natürlich Keuchwurz. Was macht die Keuchwurz da unten? Ist noch nicht gepflanzt. Weil ich sie wahrscheinlich gar nicht aufgegeben habe. Machen wir gerade 8. Ich will sehen, dass die da hinkommt. Und ich hoffe, die funktioniert auch. Ich habe keinen blassen Schimmer jetzt gerade. Ah, hier unten wird schon geputzt. Sehr schön. So, Schleim kommt ja hier rein. Ja. Müssen wir gucken. Da ist jetzt der Schleim runtergefallen, ne? Ja. Und der müsste dann immer schnell aufgeräumt werden, ne? Abbruch. Nee, aufräumen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Alternative ist, die ich hier habe, ne? Räumen das erstmal weg. Und hier fehlt es an Granit und Magmatit. Ich glaube, das war das mit dem Dingens hier, ne? Wenn ich hier Granit und Magmatit finde. Hier kommt alles rein. Zack und zack. Ich glaube, so macht der Mordrak das. Mal gucken. Jetzt könnt ihr aufräumen und das wieder hinmachen. Und das Lager ist dann davor, ne? Aber demnächst haben wir ja das alles mit so Lageraufräumung und so, ne? Hier ist noch was drin. Oxalit, 63,6 Kilogramm und Bleistein auch. Wow. Gut, wunderbar. Können wir hier wischen? Auf jeden Fall den ersten Bereich. Und dann können wir hier auch wischen, oder? Hier wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist zu viel. Aber das ist ja schon mal gut. So, und dann würde ich sagen, können wir hier mal zumachen, oder? Da müssen wir noch aufwischen. Hier können sie drunter her. Und ich würde sagen, wir können hier aber auch einen Boden ziehen, ne? Den machen wir bis dahin ruhig. Zwei gehen so runter, ja. Der hier kann dann weg. Der ist zerlegen. Und darüber kann gegraben werden. Ja. Dann kriegen wir das auch fertig. Was haben wir hier für ein Zeug? Goldalmalgan. Okay, cool. Okay, ja, wir haben schon ja viele Aufträge gemacht. Wo war das mit den Aufträgen? Gucken. Hier nicht. Da, ne? Wo sind die Aufträge jetzt? Krankheitsstatus. Okay, wir haben hier 437 Keime. Okay, aber das wird irgendwie an der Toilette sein. Da sind die Aufträge. Okay. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufhören, was zu machen, ne? Aber hier, wie wir sehen, werden die auch gerade fertig. Ja, und hier dieses schöne Zeug müssen wir dann mal aufräumen. Und dieses auch aufräumen wieder. Und hier auch aufräumen. Und da aufräumen. Und da aufräumen. Ja, vor allem, wo sie durchgehen immer, ne? Damit es da schön ist. Wie sieht es mit Essen aus? Wird mehr, super. Oh, wir haben hier noch was. Dann gucken wir doch da mal rein, ne? Erstmal Blaupause. Hilfspaket. Pip-Eye. Die buddeln den Dingens ein, sag schon. Den Holzsamen dann da ein oder andere Samen. Das wäre jetzt brauchbar für das, hatte der Mordrak auch geschrieben, dass ich irgendwo einen Park mache, ne? Wie sind denn unsere anderen Leute hier so? Muskulös?
Das ist das Negative. Pflanzenmörder, Landwirtschaft gesenkt, langsamer Lerner, das wäre alles egal. Tierzucht. Das Essen für seine Viecher, die er machen will, will er nicht haben, sozusagen. Auch krass. Landwirtschaft gesenkt. Bauen erhöht, Dekoration erhöht. Haben wir denn einen, der so richtig schöne Sachen machen kann? Ich glaube schon, ne? Komm, wir nehmen die Pip-Eier mal. Ich weiß jetzt aber nicht, von den Zweigen von Arbox-Bäumen ernähren. Also die dürfen auf gar keinen Fall dann bei den Holzdingern dahin. Ich mache das erstmal so. Muss jetzt einen Container für Eier suchen, ne? Also sonst schlüpfen die ja, oder wie war das? Aber das ist jetzt bestimmt schwierig hier. Tiereier kann man natürlich schnell sehen. Tiereier. Ich sehe keine Tiereier erstmal. Sind die Tiereier woanders? Habe ich die hier oben vielleicht hingemacht? Nee. Aber dieser hier, Sedimentgestein, können wir ja mal rausnehmen. Wir machen einfach Tiereier erst gerade rein. Und müssen die dann natürlich aufräumen, die jetzt hier liegen. Ich glaube, wenn die in dem Behälter sind, passiert ja nichts damit, ne? Glaube ich. Wissen tue ich es auch nicht. Gut. Ja, ich würde sagen, wir haben es erstmal wieder. Es geht immer irgendwo ein bisschen weiter voran. Ah, unsere Keuchwurz ist da und sie arbeitet ordentlich. Kühler Atem. Temperaturmäßig. Ja, hier ist es zu warm, das hat man ja gesehen. Dann passt das erstmal. Aber ob die jetzt was bringt oder nicht bringt, keine Ahnung. Ja, müssen wir mit der Zeit abwarten, ne? Hat der Raum irgendwelche... Ja, es ist definitiv ein Stall und das auch. Stall haben wir. Sehr gut. Okay. Oh, hier ist jetzt noch einer drin, ne? Und da ist noch offen. Hat der sich jetzt schon darüber bewegt? Dann würde ich sagen, den dahin. Und den Stein, Ziegel auf Prio 9, ne? Damit er schnell gemacht wird, weil er ist ja da durch. Und das war der, der schon hier rumgeschickt ist, oder? Passt. Sehr gut. Sehr cool. Und jetzt ist das Problem, dass der gleich hier unten noch lang... Ich sehe schon, wie er da unten durch ist. Zack. Und Priorität 9. Diese. Die anderen beiden können wir abreißen. Diesen hier, Abbruch und den Abbruch. Aber die dreimal jetzt zu. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg dahin. Ja, gibt es. Das muss schnell gehen, damit er da nicht runterrutscht. Weil sonst haben wir ein Problem. Die sitzen natürlich jetzt genau vor dem Dingens, ne? Weil da die schmutzige Luft rauskommt. Ja, vielleicht geht da deswegen auch keiner durch. Müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht. Können natürlich hier auch so einen Raum machen, ne? Eigentlich passt das. Mach erstmal hier zu und dann überlegen wir weiter. Gut, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, der ist fertig. Gut.